Ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu. Müssen wir noch abschalten? So, schon besser. So, herzlich willkommen zurück zu Creative Server Let's Play, mein Test oder so. Genau. So. Denke ich mal, wollen wir mal. So oder so ähnlich. Ich hoffe mal, ich habe jetzt im Hintergrund nicht so viel offen. Ich habe nämlich eine ganze Menge offen. Eieiei. Ah ja, packt meinen Rechner schon. Hab ja Linux. So, ja, erstmal würde ich mal sagen, den Tunnel, den wir gestern angefangen haben, erstmal, ne? Den erstmal schon erweitern. Dann würde ich mal sagen, Gleise verlegen. Aber erstmal halt den Tunnel erweitern. Ich glaube mal, der Baum hier, der kommt direkt mal weg. Der dürfte uns garantiert früher oder später im Weg stehen. Da hätte jetzt noch einen Baum. Oh ja, jetzt sind sie beide weg. So, Backpack. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. So, du musst auch weg. Okay, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal den ganzen Sand hier weg. Alles schon voll. Schüssel der Dissel. Gut, nee, du kommst du erstmal. Genau, du kommst da rein, du kommst auch da rein, du kommst auch da rein und dann kommst du erstmal wieder raus. So. Sehr schön. So, hier wieder nach oben graben. Weil ich noch gar nicht weiß. Nee, lassen wir erstmal. Bisschen Saatgut. Saatgut ist immer gut. So. Okay, dann will ich schon mal eine ordentliche Basis. Ach ja, ein bisschen Steine kloppen. Vor allem muss ja dann noch zwei höher. Ja. Haben wir eine ganze Menge Steine wegzuschlagen. Blöder Sand hier, was ist hier los? Alter, wie lang das hier aber auch ist. So. Du da rein, du da rein. Wir werden hart viel Cobblestone haben. Aber ganz ehrlich, ich glaube mal, wir behalten die ganze Cobblestone auch erstmal und machen daraus dann immer direkt schon Cleanstone. Aber Cleanstone werden wir früher oder später auch ein bisschen was brauchen. Ich meine, ob es sich jetzt wirklich lohnt, so viel mit einmal zu machen, okay, aber bevor wir den ganzen Cobblestone wegklatschen, da hatte ich mir lieber aufheben und verarbeiten, als zu sterben, weil wir verhungern. Scheiße. So, ja, wieso? Keine Ahnung. Perfekt. So. Hupsala. Spitzhacke fast tot. Ah, das wäre ja beinahe schief gegangen, ja.
Zum Glück habe ich gerade Hunger bekommen. Es gibt doch nichts über Steine kloppen. Wie das geht das mit der Alter. Zum Glück geht das mit der neuen Spitzhacke auch als Fatz. Ich will nicht wissen, wie lange wir hier dran sitzen würden, wenn wir zum Beispiel nur eine Steinaxt hätten. Dann würde die Sache garantiert schon anders aussehen. Aber naja. So müssen wir zum Glück bloß noch darauf achten, dass. Ups. Oh, da ist die Treppe. So müssen wir zum Glück bloß noch darauf achten, dass wir die Spitzhacke immer reparieren. Was mich zu einer anderen Frage bringt, was machen wir jetzt mit dem ganzen Rainbow-Ohr? Ich meine, gut, wir könnten uns eigentlich noch eine Rainbow-Ohr-Rüstung machen, fällt mir gerade mal so ein. Da brauchen wir auch noch ein bisschen was. Was war hier los? Hier war noch einer. Oh, guck mal einer an. Schon wieder voll. Das Sakrileg. Ah ja, ist aber bloß ein bisschen. Ich bin zu steil. Ja, gleich geschafft. Wir müssen nur die ganze Sand hier wegschüffeln. Die ganzen. Ja. Fuck my life. Oh, es ist hier so dunkel. Man sieht ja auch nichts mehr hier. Vielleicht wollen wir wohl mal ein paar neue Fackeln aufstellen dürfen hier. Da wurde für die Hälfte gerade lebendig begraben. So, du kommst da. Ach, du Hacke ist schon voll. Holle die Waldfee. Das geht ja schnell. So ungefähr. Eigentlich können wir das hier auch rausnehmen. Andererseits, wir haben halt von beiden schon massig. Lass mich einfach drinnen. Dafür. Fackeln haben wir da.
Dankeschön. Ah, das lasse ich mal da. So. Ja, die Frage ist, wie beleuchten wir den Tunnel? Einfach Fackeln ranmachen, wäre es natürlich ein bisschen andererseits für eine andere Beleuchtung. Einzige, was mir halt echt einfällt, sind halt so, ja, eben diese ganzen Lampen. Und da brauchen wir aber wiederum Mese für. Und die Mese, da haben wir so schon nur so wenig. Also von daher, das darf ich jetzt verbrauchen, wäre eine eher schlechte Idee. Dann müssen wir uns also früher oder später noch was einfallen lassen. Ich weiß ja nicht, bei Home Decor gibt es ja auch eine richtige, oder gibt es allgemein richtig Kerzen. Dafür braucht man, glaube ich, Wachs. Weiß ich aber nicht, wie Wachs hergestellt wird. Auf hier. Die letzten Dinger hier entfernen, dass man hier abgeht. Das war ja wieder typisch. Du bitte da bleiben, dann kommst du weg. Oh, easy. Okay. Sehr schön. So, dann können wir jetzt eigentlich schon anfangen mit den Gleisen verlegen. Ich fange jetzt mal auf der Seite an. Einfach, weil ich das kann. Ja, der letzte war jetzt umsonst, egal. So, vorher nochmal Werkzeuge reparieren. Bam. Und das zunächst haben wir auch schon direkt tot. Was? Achso, schon fertig. Wow. Jetzt haben wir fast. Ach komm. Wow. Vielleicht noch für einen Schlag oder so, keine Ahnung. Weg damit. Braucht keiner. Danke. So, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, du kommst hier mal weg. Ja, hier brauchen wir dann auch noch Holz. Hier müssen wir den Bahnsteig vollenden. Andererseits haben wir ja Holz. Fällt mir gerade mal so ein. Aber das brauchen wir auch noch. Brauchen wir einen gelben Farbstoff. Okay. Kann ich die Dinge überhaupt abbauen? Ja, abbauen kann ich die. So. Jetzt soll ich sogar doch da liegen bleiben. Ihr seid eh scheiße. Euch mag ich nicht. So, hier müssen wir es auch um zwei verbreitern. Ja, breitern, klar. Ich habe Räche gleich. So, und das wird jetzt hier aufgefüllt mit Holz. Holz, 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 Holz. Das da. Jetzt sieht aber nicht so aus, als wenn es reichen würde. 28, nee, jetzt reicht definitiv nicht. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das reicht nie im Leben. So, haben wir noch vier Stück. Sehr gut. Und leer. So. Dann verlegen wir mal die Gleise. Achso, ich dachte, apropos, sie ist eigentlich auch mit Prellbock. Wie wird der nochmal gemacht? Rote Farbe, Eisen und auch nochmal Holz. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein paar gelbe Blumen und doch mindestens eine rote Blume. Gehen wir mal hier oben lang. Gucken mal, ob es hier sowas gibt. Also, was rot ist hier schon mal nicht. Aber was gelb ist auch nicht.
Ja, genau. Brauchen wir so wirklich die gelben Blumen für. Und hier wachsen aber nur die grünen Blumen. Ja, Sakrileg. Gelbe Blumen, ja. Leichter gesagt als getan. Und gibt es auch keine. Denn gibt es ein paar viele verschiedene Blumen. Vielleicht sollten wir mal da hinten hingehen. Kommt jetzt hier relativ günstig runter? Ja, da kommen wir runter. Sehr gut. So. Gelbe Blumen. Hier sind schon mal schwarze Blumen. Bringt uns leider nicht sehr viel. Nur blau. Yes. Ah, gelbe Blume. Gefunden, lass sie mich durch, ich bin Arzt. Ja, gelbe Blume. Das auch. Das ist aber ihr Träumchen. Das da. So, du kommst ja nur mit. Scheiße. Weißt du was? Leck mich. So, gibt es noch mehr gelbe Blumen? Ernsthaft jetzt? Von jeder Blume gibt es 10.000, aber die, die wir brauchen, gibt es nur ein einziges Mal. Müssen wir jetzt verarschen hier? Ah, da hinten sich. Ah, da hinten sind die gelbe Blumen. Yay. Ich weiß auch nicht, wie viele wir jetzt brauchen. Ich nehme einfach mal 3 Stück, sollte reichen. So, dann brauchen wir noch eine rote Blume. Rot. Oh mein Gott. War hier gerade eine rote? Ne, war nur ein Apfel. Rote Blumen sind eigentlich Rosen. Ich kann mich erinnern, dass wir hier irgendwo Rosen hatten. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt hier bei uns war oder irgendwo, wo wir schon mal lang gelaufen sind. Das ist jetzt die Frage. Schade, hier sieht es eher schlecht aus mit roten Blumen. Ja, dann Mist, das. Ja, das ist ja unglaublich. So. Schönen guten Tag, hier ist die Gewerkschaft der Roten Blumen. Bitte haben Sie keine Angst. Ich werde Sie auch garantiert nicht rausrupfen. Oder dann zermanschen, nur um an Ihre Farbe zu kommen. Ja. Scheiße.
können wir auf roten Farbstoff auch noch aus etwas anderem gewinnen. Gelb und Magenta. Okay. Wow, ja, Chili. Da brauchen wir. Ah, wow. Wir können also so wie. Wir hätten also die rote Beete doch gleich einsammeln können. Gut, ansonsten lieber das Magenta. Vielleicht treffen wir ja sowas. Ach, okay. Nee, Magenta treffen wir gar nicht. Da brauchen wir auch erstmal was für. So, das heißt, rote Beete. Wo war diese rote Beete? Die haben wir ja gerade irgendwo gesehen gehabt. Sehr schön. Dann darin einmal rote Farbe, sehr gut. Ein paar mal gelbe Farbe, sehr gut. Oh, aus der gelben Farbe kriegen wir jeweils 4 Stück. Na gut, da war ja gar nicht so viel gebraucht. Lol. Kann ja mal passieren. So, würde ich mal sagen, ab nach Hause. Oh, ja. Ist immer noch am Arbeiten hier? Was ist hier los? Renn mit dir. Ich lasse mal kurz meine Taschen. Da. Weil die da vielleicht im Inventar drin. Da. Tipp. So, Silbersand brauchen wir also auch bald mal so ein Ding. Ne? Müssen wir auch mal hier bald mal so in unsere große Kiste einsortieren. Wird einfach auch ein bisschen viel. Ach, Mann. Da rein. So. Alles andere kommt mal kurz ein bisschen runter. So, jetzt mache ich mal kurz eine Tasche leer und klatsch das ganze Zeug mal irgendwie in die Öfen rein. Andererseits, wie viel Cleanstone haben wir? Also wir hier würden reinpassen, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gut, dann kann ich die ganze davon selbst sowieso wegschmeißen. Außerdem haben wir ja schon auch Cleanstone. So, das heißt hier. Ach, hier sehe ich sogar auch noch einen Block drin. Kann ich doch gleich mal Blätter nachfüllen. Gott. Oh. Hier ist ein bisschen mehr drin an Blättern. Achso, ist jetzt natürlich ein anderer Typ von Blätter. Dann. Wow. Perfekt. Okay. Sehr schön. So, das heißt, dann kommst du da rein und hier unten kommt ein Silbersand rein. Und
Perfekt. So. Rest mache ich mal hier rein. So. Der andere kommt da rein. So. Okay, haben wir schon mal die Dinger weg. Die werden jetzt schon durchgebraten. So, was wir jetzt brauchen, war... Genau, einmal Prellbock und dann diese komischen Steindinger da. So, das heißt, wir brauchen euch. So. Davon brauche ich 16 Stück. Machen wir 20 draus. So. Und dann brauche ich noch einen Prellbock. Der Prellbock ging, genau, brauche ich Eisen und Holz. Holz. Perfekt. Und ein bisschen Eisen. So. Na, ach so, diese kommt, kriegen wir gleich zwei. Na gut. Kann nicht schaden. So, du kommst jetzt weg. Du auch. Du kommst auch da. Du kommst auch da. Du kommst auch da. Und Rest klatsche ich jetzt voll mit den Gleisen und dann bauen wir jetzt unsere Strecke. Easy. Okay. Was? Och Mann, ich krieg eine Krise. Eigentlich kann ich direkt hier anfangen. So. Der erste Deck schon leer. Gut, ich mache aber vielleicht jetzt mal Pause. In dem Sinne, dann schau mit V.